Hey liebe Leute, willkommen in der wundervollen Welt von Shadow Legend. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen. Ich bin jetzt im Spiel und ich stehe hier in einer wunderschönen Kirche. Das ist schon wirklich beeindruckend. Jetzt gehe ich einfach mal nach vorne zum Altar und hier öffnet sich auch ein Buch für mich. Ich gehe jetzt mal auf New Game. Ich möchte ja wieder von vorne anfangen. Ich habe gestern schon mal kurz reingeguckt in dieses Spiel, aber euch möchte ich das doch von Anfang an zeigen. Kommt hier was von oben? Ein Welcome to my sanctuary, Grandmaster. I am Evelyn, the goddess of light. To begin, choose your dominant hand. Jetzt muss ich die Hand auswählen. Da ich Rechtshänder bin, nehme ich die rechte Hand. Natürlich Locomotion. Habe ich ein Schwert bekommen. Jetzt kriege ich auch noch diese ganze Inventarkiste. Items in front of you. Jetzt muss ich das alles einsammeln. Und ich nehme das auch. Kann ich das auch nehmen? Ja. Open your inventory from around your belt and use the potion to fully heal yourself. Before approaching. Ich kann die Kiste hier nehmen. Jetzt stelle ich sie hier hin. Jetzt sind hier die Sachen drin, die ich eingesammelt habe. Und ich habe jetzt bloß 50% Leben. Healing Potion. Das kann ich trinken. Gluck, gluck, gluck. Oh, hier, das will. Ui! Oh, das war's schon. So, und jetzt habe ich auch wieder 100 hier voll. Bin gerade beeindruckt, wie schön das hier ist. Aber ich gehe jetzt einfach mal nach vorne. Jetzt öffnet sich hier ein Buch. Ich mache auf Start Game. Grandmaster, though you are powerful and have conquered all of the challenges in your world, you will soon find a threat beyond your reckoning. By the hand of the unspoken shadows, this world will fall. Your knights stand by you in this darkness, but even they will be devoured. Was passiert jetzt? No grave shall be dug and no crypt shall be laid for these unfortunate souls. Their unkindled corpses rise to power the army of the undead. And death is their only salvation. You are the only one with the strength and skill to save your people. And with my aid, you can stand against these shadows from beyond. Quickly, ready your sword. And take this. Use the torch to recover the souls of the fallen and bring light to the darkness that threatens the soul. For you are the one true hope, Grandmaster. Oh, der hat sich losgerissen. Jetzt muss ich kämpfen. Try blocking the enemy's attacks with your sword or torch. So kann ich das blocken. Okay. Ich treffe den gar nicht. Oh, der trifft aber mich. Ich kann gar nicht hier richtig ausweichen. Swing harder to hit higher damages, Grandmaster. Okay, also schlage ich jetzt einfach mal hart zu. Auf was ich keine Lust habe, ist jetzt einfach hier hart gegen die Wand zu schlagen. Deswegen versuche ich hier still stehen zu bleiben im Raum. Na komm. Ist sein Schild weg? Ist sein ganzer Arm weg, ne?
Fuß hart zuhauen. Komm her. Komm! Der trifft mich. Ich muss jetzt erstmal wieder vorbei hier an dem. Kann ich dir jetzt den Kopf abschlagen? Und da fliegt das Köpfchen. Und mein Schwert auch, oder wie? Was ist denn das jetzt? Liegt auch einiges rum. Mal gucken, ob ich das nehmen kann. Ja, ich glaube, ich packe das sogar ein. Das nicht. Doch. Das auch. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit, was ich kann und werde doch hier alles mal durchsuchen. Nicht, dass ich irgendwas vergesse. Das Herz nehme ich natürlich. Oh, jetzt ging es fast schnell. Ich habe es gar nicht genommen. Egal. Oh, wo bin ich denn jetzt? Grandmaster. Hi! Hallo? Say dialogue out loud or grab the text. Also den Dialog laut sagen. Sorry, Samson. I must have been lost in Duff. I'm glad you have awoken from your dream state. I had feared the worst. It was nothing to worry about, my good friend. Nothing at all. I should have known you weren't in any danger. I've heard of nothing in this world that can strike fear into you. But these hordes of undead knights invading our realm must surely be on your mind. Das hat mich gerade total außer Konzept gebracht, dass das mit der Sprache geht. Man kann das mit der Sprache steuern. Yes, and I must. Yes? Geht das jetzt geht's nicht, oder? Klick ich's mal an. That is exactly why I requested your presence. From the titanous shards of the fallen enemy's weapons, I have forged you a great sword that our Templar priest believes can separate their very soul from these creatures' flesh. As I have learned, mortal weapons are of no use in a battle against this darkness. Gut, jetzt habe ich hier zwei Sachen zur Auswahl. Ich lese mal einfach das kürzere vor. I need these weapons. I need... Jetzt funktioniert es mit der Sprache nicht. Deswegen klicke ich es mal an, aber es ist schon cool, dass das erst klingt. And there is so much more to fear. I can only hope this sword will serve you well, Grandmaster. Ah, jetzt kriege ich ein Schwert, cool. Darf ich mir das jetzt nehmen? Hey, danke schön. May the goddess' light shine upon your battles to come. Gut, dann nehme ich mal das Schwert. Okay, ich bedanke mich erstmal. Thank you. Nee. Ah, Samson. This is a fine blade. Oh, I will be on my way soon enough. Hat ja funktioniert. Kann ich jetzt das Schwert hier auch schmieden? Okay. Ich pack das mal weg und ich guck mich jetzt erstmal um. Ich beklaue den, was ich jetzt hier alles mitnehmen kann. Ich denke mal, ich werde viele Sachen brauchen. Ist leer. Nehme ich trotzdem mit. Ah, hier kann ich noch weiter schmieden. Boah, hier ist so ein verbogenes Schwert. Aber wenn man schmiedet, muss man es doch eigentlich heiß machen, oder? Mal gucken, ob das geht. Boah, das fängt sogar an zu glühen. Das funktioniert, Leute, das funktioniert. Gut, dann versuche ich das jetzt mal hier gerade zu schmieden. Was? Sehr cool, aber ich habe ja dieses andere Schwert. Das ist bestimmt besser, was er mir gegeben hat. Aber auf alle Fälle kann ich das hier schon mal schmieden. Kann ich das vielleicht in mein Inventar machen? Okay. Also ich kann es ins Inventar machen. Das wollte ich nicht nehmen. Ich wollte mal das Inventar öffnen.
Und ich nehme mir jetzt nochmal das Schwert raus. 1 bis 10 Damage. Okay. Dann muss ich die Kiste jetzt wieder zumachen. Dann geht die auch wieder an meinen Gürtel. Aber ich will nochmal probieren, ob ich hier das Schwert noch weiter aufwerten kann. Hier ist so ein Wetzstein. Ui! Ah, plus 2, cool. Ich nehme das einfach mal mit und ich kann das ja auch mal mit meinem eigenen Schwert hier probieren. Ob hier auch noch was passiert? Ja! So. Jetzt werde ich mich einfach noch mal hier umschauen. Hier leuchtet jetzt diese Kiste und hier liegt auch ein Schlüssel. Wahrscheinlich muss ich die aufschließen. Gucken, was hier drin ist. Eine Rune. Guck mal, ich habe hier auch Runen auf den Arm. Die fängt jetzt sogar an zu leuchten, ne? Ist ja cool. Und Diamanten und Gold kriege ich auch. Alles für mich. Boah, das sieht schon echt klasse aus. Da oben ist auch noch eine Rune. Und ich habe ja hier auch mein Buch. Da steht drin, was ich machen muss. Ich muss die Armory verlassen. Also hier bin ich ja jetzt. Aber was habe ich denn schon gemacht? Fix, Event Sword, Sharpen and Dull Sword, Smelt in Iron Bar, Drink an Ale. Okay, und Runen habe ich eine von 5 gefunden. Und es gibt 73 Runen. Okay, hier sind meine Aufgaben. Die werde ich jetzt erstmal alle lösen. Und ich werde auch noch hier schön alles einsammeln. Man weiß ja nie, für was man das gebrauchen kann. Was war denn hier noch? War hier noch was drin? Nö, das sah bloß so aus. Oh, kann ich das auch mitnehmen? Ja, ich kann alles mitnehmen. Die Schriftrolle habe ich fallen lassen. Aber die kann ich doch hier alle einpacken, ne? Die nehme ich jetzt mit. Muss ich mich ein bisschen konzentrieren, dass ich die hier rankriege. So. Kerzenständer kann ich mitnehmen. Ich komme mir vor wie so ein Dieb, dass ich den Typen hier ausraube. Hier ist noch Gold. Und hier oben, wo war denn dieser Kelch jetzt? Da hing doch hier irgendwo drin. So, noch Hufeisen. Hier kann man echt alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Das ist total krass. Dann schnappe ich mir diese Schriftrolle jetzt auch noch. Was ist hier? A book on the gods of Anoria. It reads, Evelyn, the divine goddess, shines her torch of light upon this world. Her light bestows us with warmth, healthy crops, and happiness throughout the realm, and our love for her knows no bounds. Conversely, Adaroth is the guardian of the afterlife. Hier wird sogar die Geschichte erzählt, wenn man das Buch nimmt. Aber ich sammle jetzt erstmal weiter und hier kann ich sogar was trinken. Prost! Gluck, 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 gluck. Huch! Jetzt wäre ich sogar besoffen. Ich sehe alles verschwommen. Na gut, der Suff ist schnell wieder vorbeigegangen. Das Huch, wenn mich zu schnell bewegt, was habe ich hier noch? Check your progress by opening the start menu. Das habe ich ja hier. Ah, ich habe was getrunken. Smelt in Iron Bar. Das mache ich noch. Aber ich will mich hier erstmal umschauen und alles einsammeln. Kann mich eigentlich mal ein bisschen beeilen. Ne? Ich frage mich jetzt gerade, wozu ich das alles brauche. Aber man wird es schon irgendwie brauchen und man kann auch nie genug haben. Zur Not verkaufe ich es einfach.
Hier ist noch eine Rune und die Leiter leuchtet. Da kann ich sicherlich auch noch hochklettern. Eigentlich kann ich noch was trinken. Prost! Gluck, 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 gluck. Hier ist ein Buch mit Runen. On the runes of power. It reads, these runes of cosmological power enable the bearer to wield more powerful weaponry, even some forms of sorcery. The carvings into these stones were made by the Norse and other Germanic peoples hundreds of years ago, and the runes still lie scattered throughout the realm of Anaria to this very day. Da oben ist noch ein Krug. Den hole ich mir auch gleich. Aber erstmal sammle ich alles ein, was hier unten ist. Wieder öffnet sich eine Schatztruhe für mich. Boah, ist das cool gemacht. Hier kann man echt alles anfassen und nehmen und einpacken und hier betätigen. Das ist total cool. So. Da draußen sind Pferde und da kämpft jemand. Ach, hier. Ah, oh, da leuchtet was. Hier ist so eine Zange. Oh, ich kann das sogar rausnehmen. Das muss hier bestimmt rein, ne? So. Ups, jetzt habe ich die Zange runter. Jetzt habe ich hier Eisen geschmolzen. Das ist ja geil. So, dann kann ich ja eigentlich noch mehr machen. Man würde das Eisen noch gebrauchen können. Das schnappe ich mir mal alles. Ich könnte ja das andere hier auch mal ins Feuer werfen. Damit das glüht. Aber es ist schon geil gemacht, wie man das hier so nehmen kann, ne? Das packe ich auch ein. So, rein damit. Das schnappe ich mir auch. Oh! Ich brenne, ich brenne! Oh, what? Ey, krass. Wenn man die Zange ins Feuer legt, dann fängt die sogar an zu glühen und man verbrennt sich da dran. Und hier im Wasser kann man die wieder abkühlen und sich selber natürlich auch. Boah, auf wie viele Details hier geachtet wurde. Das ist ja mega geil. Ich bin gerade total begeistert. So, irgendwie bin ich hier gerade total in dem Spiel drin. So, ich brauche gar nicht so lange warten. Oh, das habe ich daneben geworfen. No! Jetzt habe ich es da reinfallen lassen. Kann ich das hier rausnehmen? Guck mal, hier ist es. Jetzt werde ich es mal wieder erhitzen. Dann nehme ich das raus. Mal packe ich es vorsichtig hier rein. Zu und fertig. Jetzt sind hier keine Stückchen mehr. Ist hier sonst noch irgendwas Wichtiges? Sieht nicht so aus, oder? Aber hier war doch dieser Krug hier oben. Cool. Ja, gut, den kann ich runterstoßen. Aber jetzt kletter ich mal die Leiter hoch. Ich glaube, ich habe hier alles. Hier steht sogar noch so ein Krug. Diamant für mich und Krug für mich. Jetzt kann ich mich hier langhangeln. Ja, aber wer stellt denn sowas hier hoch? Komme ich nicht hoch? Hoch. Uiuiui. Oh, jetzt bin ich runtergestürzt. Das gibt's ja nicht. Also,
nochmal klettern will, gelernt sein. Ach, hier ist doch so eine Kette, hier kann ich mich hochziehen. So, jetzt stehe ich hoffentlich sicher hier auf den Balken. Ich kann mich ja mal hinknien. Das Gold, das... Oh, oh Gott, das Gold, das will ich haben. So, jetzt kann ich auch wieder stehen. Jetzt gehe ich mal ganz vorsichtig nach vorne. Oh, das knarzt hier hinter mir. Bin ich einfach zu schwer oder was? Ich muss wirklich runtergehen, um das mitzunehmen, ne? Komme ich jetzt da ran? Vorsichtig hier fortbewegen, nicht, dass ich hier noch runterstürze. Da ist noch diese Rune. Oh, ich muss mich wirklich hier richtig bücken, um hier unter diesem Kronleuchter durchzukriechen, ne? So. Hier kann ich mich festhalten und hier wieder langhangeln. Oh Gott. So. Dann schnapp ich mir das jetzt mal. Und da ist noch eine Rune und so ein Kelch. All the runes have been collected here. Okay. Go forth with their strength. Ich habe alle Runen 5 von 5. Und jetzt muss ich nur noch hier raus. Und hier ist sicherlich der Ausgang. Wo mich diese Tür hinführt, seht ihr beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Wenn ja, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Bye bye, bis zum nächsten Mal.